Letztes Ziel neutralisiert. Nicht zieh weg hier. Nichts wie ins Taxi und zum Captain. Nein, das dauert zu lang. Haben Sie eine bessere Idee? Es gibt doch das Teleporternetz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat so schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich die ohne zu große Schäden aus Ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los. Das Netz der Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat ihre Führung allen Schiffen befohlen, Halo zu verlassen, als die Flood entdeckt wurden. Aber es war zu spät. Die Flood haben den Kreuzer überrollt und außer Gefecht gesetzt. Man fürchtet jetzt, dass sie das Schiff reparieren, um Halo zu verlassen. Sie haben ein Team geschickt, um die Flood zu neutralisieren und das Schiff zum Start fertig zu machen. Ich kann Captain Keys Signal jetzt klar empfangen. Er lebt und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bringe uns näher ran. Aha, die Koordinaten müssen... Oh, sorry. Chief, begehen Sie keine Dummheit. Lassen Sie mich. Captain? Captain! Ich habe ihn verloren. Schadensanalyse. Dieses Loch wurde durch Sprengstoff verursacht. Wir müssen hier raus und einen anderen Weg zurück an Bord finden. Wir sollten hier lang, durch den Gravitationslift. Der Absturz hat mehr Schaden angerichtet, als ich dachte. Analyse. Erheblicher Kühlmittelaustritt. Die Reaktoren haben wahrscheinlich schon den kritischen Zustand erreicht.
Energiequelle geortet. Dort ist der Gravitationslift. Er funktioniert noch. Damit kommen wir wieder rein.